In diesem kleinen Video zeige ich euch, was machen müsst, wenn ihr eine E-Mail an einen E-Mail-Account bei der Tier Online schickt und euch der Rechner die E-Mail dort, ihr die E-Mail nie ankommt und dann ihr eine Meldung kriegt, dass unten drin steht, the server returned 554 IP-Adresse und dann a problem occurred. Ihr habt nichts falsch gemacht, sondern euer Rechner, eure IP-Rechner, euer Webserver ist auf die Blacklist gesetzt worden dort. Vielleicht wegen Spamming oder sonst was. In meinem Fall war es so, ich habe eine neue IP zugewiesen bekommen von meinem Webserver und von meinem Provider und habe das quasi neu aufgesetzt und der war bei der Telekom auf der Blacklist. Also müsst ihr dann hingehen und müsst ihr an die Telekom schreiben, da steht ja eine E-Mail-Adresse dabei, und zwar an tosa.rxt-online.de. Sehr geehrte Damen und Herren, und dann als in der Betreff setzt da rein 554 IP und dann eure IP, Problem occurred, Surfer aus der Blacklist entfernen. Und wenn ihr das angeschrieben habt, dann werdet ihr eine Nachricht bekommen, sehr geehrter Herr sowieso, wir werden veranlassen, dass diese Sperre entfernt wird. Bitte berücksichtigen Sie, dass es 24 Stunden dauern kann. Also, wie gesagt, euer Rechner ist eventuell auf die Blacklist gekommen. Das ist ein ganz normal üblicher Vorgang. Eine kleine Mail und dann wird der ganze Dinger wieder rausgenommen. Ich hoffe, ich konnte euch damit was helfen. Wenn ihr das Problem habt, dann sonst meldet ihr euch bei mir.